So, Aloha, werte Spieleflutsurfer, willkommen zurück zum Let's Play The First Templar. Ich bin jetzt genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, habe das Level neu gestartet, mich bis hierhin durchgeschnetzelt. Ihr seht bei den Bonusaufgaben, tötet den zweiten Commander und rettet die überlebenden Templer. Ist jetzt auch aktiv. Vor mir sind die Gegner, mal sehen, ob sie jetzt auch tatsächlich aktiv sind oder wieder verbuggt. Wir rennen einfach rein und es funktioniert. Sehr schön. Habe ich nun gerade keine Übersicht mehr. Na, lass mich doch in Ruhe. Und lass vor allen Dingen die anderen Templer leben. Und das sollte doch eigentlich jetzt. Ja. Thank God you helped us. Brothers, leave this cursed forest immediately! The devil himself is upon us. The French traitors capture us one by one. They burn us here, where no one can see them. It's mass murder, nothing less. No trial, no justice. The devil is after us. So. Zumindest die Bonusaufgabe abgeschlossen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wohler. Auch wenn ich gerade extrem viel Schaden eingesteckt habe, aber das war mir egal. Ich wollte einfach so schnell es geht die Templer retten. Und ab jetzt können wir wieder ein bisschen vernünftiger spielen. Nicht vorsichtiger, sondern ja, einfach vernünftiger. Der Trick war, dass ich. Was heißt der Trick? Ich musste hier den Weg entlang gehen. Bis hierhin. Und dann hier hoch. Was ich ja vorhin gemacht habe, ist, ich bin hier durchgeschlichen. Hier so irgendwie durch die Karpaten. Ja, dann hatte ich den Triggerpunkt nicht ausgelöst. Und deswegen war das verbuggt. Das sollte normalerweise nicht passieren. Gerade heutzutage nicht. Aber ja, wie man sieht, ist das Spiel immer noch verbuggt auf dem Markt. Sei es drum, wir konnten es Watch lösen. out. Marksman above us. Konnten es lösen und machen jetzt weiter. Und weichen hier den Bogenschützen aus, beziehungsweise wir rennen einfach durch. Wenn da nicht diese blöde Falle gewesen wäre. Die hätte ich nun wirklich nicht gesehen. Kill the Templar Heretics! Jo, dann wollen wir nochmal weitermachen hier. Ich habe nämlich Gott sei Dank vorhin auch mal herausgefunden, wie mein Gegenangriff funktioniert, den ich ja vor einiger Zeit schon mir gekauft habe. Gibt es eigentlich eine Chance, die Bogenschützen zu erledigen? Ne. Die Chance gibt es nicht. Ich zeige euch den Gegenangriff nachher mal, wenn ich da die Gelegenheit zu habe und nicht zu doof bin. Alle Wunden wurden geheilt. Yay! Ach, da ist noch ein Bogenschütze. Guck mal, ob ich die Bärenfallen diesmal sehe. Weil ich bekomme ja auch ein Achievement fürs Fallen entschärfen. Da ist eine. Achso, ist nicht im Kampf. Haben die da unten mich auch gesehen? Ach, jetzt muss ich erst aus dem Kampf raus, um die Falle zu entschärfen. Aber da ist noch eine. So ein Mist aber auch. Ja, es gibt Achievements dafür. So. Steck dein Schwert weg, entdecke die Falle und entschärfe sie. Und hier oben war noch einer. Wahrscheinlich laufe ich jetzt rein, während ich zurücklaufe. Das wird doch passen. Ah, da sind sogar zwei gewesen. Gut, dass ich dann die zweite tatsächlich übersehen habe. Also nicht übersehen habe, sondern einfach nicht erwischt habe beim Runterlaufen. Man hat aber, wenn man jetzt schnell runterlaufen muss,
Das hätte ich gesagt, will, aber man muss ja schnell runterlaufen, einfach gar keine Chance. Stehen zu bleiben, schön in Ruhe zu suchen und sie zu entschärfen. Geht nicht. Gut, das ist nicht so schlimm. Haben wir jetzt auf dem Rückweg gemacht. Ist auch in Ordnung. Kann ich auch mit leben. Animals. Someday there will be retribution for this. I will not let the order die. Die Franzosen. Alles abgeschlachtet. Ach, immer wieder die schlimmen und bösen Franzosen. Yay, da sind meine Armschienen. Dann kann Celine sich endlich umziehen. Schick. Kommen wir einmal in die Sonne. Wobei das eigentlich jetzt eine französische Rüstung ist. Mit der Lilie drauf. Hat mit Templer und so nicht mehr viel zu tun. Which road should we take? I can see enemies on the right one and above the left one. Fire or enemies? A fine choice. Fire or enemies? In dem Fall. Kann ich es mir jetzt wirklich aussuchen? Mal schauen nochmal. Im Zweifel halt enemies. Ah, da. Da ist der Rauch. Wahrscheinlich geht es um die Strecke. Naja, ich gehe trotzdem den rechten Weg. Wir wollen ja die Franzosen noch bestrafen dafür, dass sie unsere Brüder umgebracht haben. Attack! Okay. Da konnte ich jetzt keinen Gegenangriff mehr zeigen, er war zu schnell weg. Oh, Rolands Schwert war sogar blutig. Gucken, ob ich jetzt den Gegenangriff zeigen kann. Nein. Da war Roland schneller. So, das ist der Gegenangriff. Ach, guck mal, und Roland kann das auch. So, so. Oder war das das Greifen? Ja, ich glaube, das war das Festhalten. Show no mercy! Show no mercy! I won't! Wieso ging das denn jetzt nicht? Hallo, Gegenangriff. So. Und das kann ich die ganze Zeit machen, solange ich ihn angucke. Wenn Roland mich lassen würde. Aber das Achievement für den Gegenangriff habe ich eh schon freigeschaltet. Von daher müssen wir auch nicht mehr groß weiter rumspielen damit. Swords, not words. Schwerter, keine Wörter. Ah, Roland ist ein Mann von wenigen Wörtern. Ist ein Mann der Tat. On your guard. Manchmal geht's nicht. Komisch. Ach ja, der Rundumschlag kostet mich überhaupt keine Skillpunkte. Für den Rest dieses Levels zumindest. Hallo? Rundumschlag? Nein. Dann nicht. Jetzt wollte ich euch das nochmal zeigen. Nein. Aber Roland schneller. So, hier ist das Feuer, der Feuerweg. Ich überlege gerade, ob mir das wohl was gebracht hätte, hier durchzugehen. Guck mal, wie viel Schaden ich da bekommen hätte. Ach nee, was soll's. Ich bin ja durch. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Kisten waren. Das ist da hier die 10. ne? 10 von 10. Genau, nur dann ist es ja in Ordnung so. Gut. Was bist du denn für einer? Irgendjemand Besonderes? Scheinbar nicht, nee. Aber schaut mal, also die KI, also Roland in dem Sinne, löst die Spezialangriffe echt sehr verlässlich aus. Da hat das mit dem Anschleichen nicht mehr funktioniert. Da haben sie mich dann doch gehört. Unter einem schönen Blätterdach kämpfen wir. Ja, Roland, dass du ihn festgehalten hast, hat mir aber nichts gebracht, wenn ich es nicht sehe. Look, on the ground. Yes, someone passed by here recently. Ja, wieso? Woran sehe ich das? Hm.
Ah, okay, das war nur der Hinweis auf die Spuren. Ach, scheiße. Die Fallen wieder nicht gesehen. Weil ich unbedingt anschleichen wollte. Oh, Leute. Ich gehe jetzt nicht entschärfen, weil ich im Kampf bin, ja? Ach, das ist doch alles. Wo ist er denn? Och, Mann! Das ist doch ein Witz. Ich kann die weder finden, noch entschärfen, weil ich im Kampf bin. Und wenn ich dann auf ihn zulaufe, wegen dem Kampf, dann laufe ich mitten rein. Du kriegst doch mal ein Achievement. Nie! Mit dem Fallen entschärfen. Oder, wartet mal, hatte ich das nicht sogar schon? Musste ich nicht sogar nur eine Falle entschärfen? Ich weiß es nicht mehr. Vorsicht ist die Mutter der Porzellan und so weiter. Ach, wer bist denn du? How in blazes did you end up in here? Well, I went inside and the door closed behind me. I couldn't open it. Then you came. You are not very smart, are you? I am smart. Yes, I am. Listen, smart knight. The forest is full of people who want to kill you just for being a Templar. Get out of here. Fast! Habt ihr die Zähne von Roland gesehen? Sah aus wie ein Werwolf. So, Bonusobjekt fertig. Alle drei Templer gerettet. What the fuck? Ich hab doch nun vorhin nochmal extra gesucht und entschärft und überhaupt. Ah, also diese Bärenfallen machen mich noch wahnsinnig. Sagte ich schon, dass sie mich wahnsinnig machen? Mann ey, man sieht sie aber auch nicht. Also wirklich nicht. So, wer bist du da hinten? Ah. Menge schwarzer Ritter. Won't! Okay, die heilige Dreifaltigkeit. Escape! So, und escape. Ah, they're so stupid, they can only speak one word at a time. Die heilige Dreiritterlichkeit, wa? Aua, aua, aua. Guck doch mal richtig hin, Mann, Celine. Ja, yeah, Flächenschaden, kostet mich ja dieses Level nix. Und immer drauf und drauf und fertig. This looks like the end of the forest. Yes. See? No problem at all getting out of it. I wager not many Templars escaped. I fear for the Order's survival, Roland. The Order survives as long as you survive. Now, let's find Marie. And your Grail. Right. The Grail might still turn the tables in our favor. Being the only one of us not obviously associated with the Templars, Marie was supposed to secure our escape. She has proven herself to be more than resourceful, and I was confident that she was going to find a ship and wait for us at the rendezvous as she promised. Hoping to avoid our enemies, we chose our path across a swampy, sparsely populated region. Now we have to rendezvous with Marie. She is supposed to secure a ship and wait for us at the other end of these swamps. Swamps, you say? That explains the smell. So. Dann mal eben gucken. Hier im Sumpf bekam ich, glaube ich, relativ viel an Ausrüstung für Celine. Zumindest keine Rüstung ist das falsche Wort, kein Outfit mehr. Aber Schwert und Schild. Seht ihr das da oben rechts?
Royal Sword, Royal Shield in the Swamp. Also hier. Achso, er hat ja schon alles. Ah ja, skillen. Gut, gut, gut. Was skillen wir denn mal so? Ah, irgendwas Aktives? Ich denke ja. Flächenschaden. Flächenschaden erhöhen. Ja. Und nochmal. Wie sieht's bei Roland aus? Was machen wir da? Ja. Genau. Roland haben wir einmal stärkere Flächenschaden gegeben. Und doch, das andere weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall mit Roland gehen wir komplett auf Schaden. Das lohnt sich ja auch. Be ready. Let us take them out quietly. Okay, also bloß kein Aufsehen erregen. The surviving Templars will avenge the others, you know. We are not safe. Don't worry. Nobody can escape a forest on fire. Nobody? Nein. Wir können. Quiet. Other soldiers might be in the village. What are they doing here? Okay. Eine Schleichmission. Aber wie denn, wenn sie uns direkt ansehen? Vielleicht gibt's ja mehrere Wege? Nee. Definitiv hier nicht. Da ist ein Alarmgong. Bringt das was, wenn wir uns verstecken? Ja, wie jetzt? Ich meine, da kann ich doch nicht entlang schleichen. Wenn ihr mal auf die Minimap oben links schaut, die gucken beide in unsere Richtung. Egal, was wir machen, sie werden uns sehen. Hallo? Ich sollte das aber leise machen. Steht in der Questaufgabe. To arms! To arms! Geht aber nicht. Naja, jetzt machen wir es erstmal so und schauen dann, ob die Questaufgabe irgendwie gescheitert ist oder sonstiges. Momentan habe ich also noch keine Fehlermeldung bekommen, von wegen, oh, Quest fehlgeschlagen oder sonstiges. Was heißt Fehlermeldung? Ist ja Quatsch, Fehlermeldung, aber ja, Quest fehlgeschlagen meine ich. Das ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Nope, only books. A chest full. Bad luck, eh? So. Was sagt jetzt? Okay. Boah, gut. Also fehlgeschlagen ist nichts. Race Alarm wollen wir auch nicht machen. Ist ja Quatsch. Ich hätte hier niemals rumschleichen können. Weiß ich nicht. Also manchmal frage ich mich wirklich, was das Spiel sich dabei denkt, bei dem, was es tut. Es funktioniert ja nicht. Naja, vielleicht kriegen wir die anderen ja jetzt leise. We don't have anything. Mercy, please. Die beiden auf jeden Fall. My God, they would have killed me. What happened here? The soldiers came, looting and killing everyone in sight. Why would they do such a thing? I don't know. They killed my brother. They say Baron de Chivny wanted to teach us a lesson. Whatever. How can we leave this godforsaken place? There's only one way out of the swamp. It's guarded by soldiers. Dozens of them. Yeah, sounds like fun. Dutzende Soldaten, damit wären wir auch fertig. So. So. Und hier hinter dem Haus ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Deswegen
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play The First Templar. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Amano.